Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zu einem weiteren Let's Play oder angezockt Video, bin ich mal überlegen. Ich spiele Iron Harvest, ist am 1. September rausgekommen. Es ist schon September, Alter, das Jahr geht rum. Naja. Gut, ich habe die Kampagne eigentlich schon angefangen gehabt. Man kann nämlich einstellen, dass man das Spiel nicht fortsetzen, neu beginnen. Nämlich mit den Originalsprachen hört. Das ist die Schwierigkeit, denke ich mal. Und das stellen wir wieder aus. Denn ich weiß nicht, wie ihr die Videos guckt. Ihr könnt es mir in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr den nebenbei laufen lässt und bastelt oder... Nein, nicht bastelt, aber irgendwas macht. Keine Ahnung. Ich mache das manchmal auch. Ich lasse irgendwelche Videos laufen und mache nebenbei noch was. Und wenn ich da auf den Text achten muss, ist doof. Weil hier hast du die Möglichkeit, wir haben drei Fraktionen. Russland, Deutschland, Polen, denke ich mal. Und ja, die sprechen halt ihre Muttersprache. Kann man so einstellen. Finde ich auch ganz gut. Bei Filmen mag ich das auch. Aber bei Computerspielen ist es doch ein bisschen nervig. Da muss man immer auf den Text achten. Darum schalte ich es nochmal aus. Muss das nochmal ab. Wie nochmal die Kampagne neu gestartet. Und weit bin ich auch nicht gekommen. Mir ging es sehr schnell auf den Sack. Und wie ich auf das Spiel gekommen bin, sage ich auch gleich. Das sieht man nämlich hier im Hintergrund. Das ist nämlich ein Bild von dem Künstler Jakob Rozalski. Und der hatte damals auch Bilder vom Hexer gemalt, hieß aber nicht The Witcher, sondern einfach nur Hexer oder so. Und da war ich schon überlegen, ob ich mir die kaufe. Aber Problem ist, ich habe keinen Platz in der Wohnung dafür. Was heißt, ich kann nicht mitspielen? Mädchen können nicht werfen und rennen. Das wäre ein Nachteil für dein Team. Das stimmt nicht. Und was willst du dagegen machen? Heulen? Heul, Suse! Los, ich bin die Polaria! Das ist ungerecht. Ich glaube, die Namen sind ein bisschen abgewandelt. Nein, den zeige ich's. Das spielt hier quasi im... Da ist einer. ...alternativen Ersten Weltkrieg quasi und, Ja? Ja, das ist erstmal das Tutorial. Finde ich ganz nett. Ich habe das mal vor einem Jahr gesehen, glaube ich. Hallo? Hab dich doch ausgewählt. Ich bin bereit. Ja, ich bin auch. Bin unterwegs. Wir sind auch bereit. Kannst du den verkloppen hier? Angriff! Ah, den Schneemann. Töte den Schneemann. Wow. Nach da drüben? Ja, nach da drüben. Feuer los. Frei. Genau, Feuer frei. Hol dir den ersten. Au, okay. Hm? Du bist tot. Ein Hinterhalt. In Deckung. Ja, was soll ich sagen? Sie spielt gar nicht mit. Doch, sie spielt mit. Na gut. Ja, gut, bleiben noch vier. Erster Weltkrieg, wie es im Titel schon war, 1920. Der Erste Weltkrieg ging nicht zu Ende, 1918. Und hier müsste ich sicher voll erwischt. Das Coole jeder ist, kann sich von hinten anschleichen. Genau. Wir haben Max. Hier bin ich geschützt. Sie verstecken sich. Halt mal kurz die Fresse. Du bist doch irgendwie... Ist es bei mir so laut oder ist es allgemein sehr laut? Mach mal allgemein ein bisschen leiser. Da lang! Nein, was macht sie? Unsere Heldin sollte es sicher sein. Nehmt das! Los, attackier! Ich bin doch nicht tot! Die läuft automatisch beherzt. Das finde ich schon mal doof. Nach da drüben? Hier müsste ich sicher sein. Weil dann wäre man in die Falle gelaufen. Angriff! Hey, nur Schneebälle, kein Hab dich! Ich bin nur verwundet! Feuer frei! Hey, der Typ ist rechts neben dir. Schöne Aua geschrien. Ich gehe in Deckung! Angriff! Unsere Heldin wird angegriffen. Hier sollte es sicher sein. Nehmt das! Der ist da. Rennt der hin, dieser feige Hund? Angriff! Ja, los! Hey, nur Schnick! Feuer frei! Haben wir auch. Kein Die Problem. Die Polanierin tötet den nächsten Russwirt! Du bist ein Russwirt! Die
Russlitz kommen! Rückzug! Und ab jetzt zählt jeder Treffer! Hey, du warst tot! Ihr könnt mir nicht entkommen! Doch, können sie. Ich muss leise sein. Ja, sei leise. Kannst du knien oder so? Sei leise. Da ist einer. Ja, wir können eine Kamera drehen. Ja, ganz normal bei solchen Spielen. Und zoomen. Auch mit Alt und Plus. Aber. Kinderspiel. Hier bin ich geschützt. Ich sehe dich. Ein perfekter. Ja, das Spiel erinnert so an Kommandos, ne? Aber das mit Kommandos und das ich es mal gespielt habe, ist auch schon. Hier bin ich geschützt. Jahre her. Angriff! Ich finde das Tutorial ganz nett eigentlich. Unsere Heldin wird angegriffen. Schöne Schneeballschlacht. Gibt's ja heutzutage nicht mehr. Zumindest fehlt der Schnee. Und weiter hinter der Mauer und Feuer. Feuer, Feuer! Die greifen mich an! Hast du keine Granate? Wie heißt du nochmal? Anna, ne? Anna Kors. Lasst mich nächstes Mal einfach mitspielen. Ist das ein polnischer oder russischer Name? Ich denke mal, bei den drei Fraktionen, wie gesagt, gibt es Deutschland, Russland und der dritte wird bestimmt Polen hier sein, weil sein. Ich glaube, das Spiel kommt aus Polen und der Künstler war auch Pole. Ich weiß gar nicht, wie die Rolle von Polen im Ersten Weltkrieg war. Das weiß ich gerade echt nicht mehr. Ein perfekter Ort! Ja, ist auf jeden Fall ein fiktives Spiel. Die heißen wahrscheinlich alle ein bisschen anders, aber sind natürlich an die Nation ja, so ein bisschen angepasst. Schlug sie! Attacke! Die Deutschen werden bestimmt diesen Spitzhelm haben da. Au, hey! Au! Der auch immer heißen mag. Bin ich nicht! Du bist tot! Ihr könnt doch nicht. Au! Hey! Sucht euch gleich stärker aus! Oder stärkere! Sie bekommt Verstärkung! Rückzug! Die haben gemogelt. Ich hätte gewonnen. Sah eher aus, als wären sie dir überlegen gewesen. Komm, gehen wir zurück ins Dorf. Papa wartet sicher. Oder du zeigst mir endlich, wie man schießt. Du hast es versprochen. Wenn du älter bist, sagte ich. Aber jetzt bin ich doch älter als damals. Und wie soll ich mich sonst im Krieg verteidigen? Wenn der Krieg ausbricht, versteck dich. Ich kümmere mich um dich. Und wenn du mal nicht da bist? Onkel Lech sagt, jeder in Polania muss lernen, sich zu verteidigen. Ja, ich bin Polania, immer für dich da. Naja, die Jungs haben mir ganz schön zugesetzt. Und wären das keine Schneebälle gewesen? Ach, Anna, na gut, aber... ich weiß, nichts Papa sagen. Das wird mir noch leid tun. Ist echt der Hammer, dass die Polen uns überholt haben, was Computerspiele angeht. Da kommt einfach besseres Zeug von denen als von uns aus Deutschland. Gut. Schande. Hier im Wald gibt es Hirsche. Wenn wir ganz still sind, finden wir vielleicht welche. Aha. Die also kleine Knifte. Nach ihnen, Generalen. Neues Primärziel erhalten. Hui. Jage einen Hirsch. Müssen wir erstmal Spuren lesen könnten. Ja? Legen wir los. Da lang. Da ist eine Spur im Schnee. Die fängt da an und hört da auf. Ist ja komisch. Bin unterwegs. Spur. Da drüben. Ich sehe ihn. Los geht's. Was? Ich war doch leise. Hirsche sind Fluchttiere. Und deshalb sehr scheu. Wir brauchen eine neue Taktik, Generalin. Ich verstecke mich im Gebüsch, da sieht er mich nicht. Und du treibst ihn in meine Richtung. Guter Plan. Aber er schießt den Hirsch und nicht mich.
Sicht und verstecken. Sicht und vernichten. Wie geht's weiter? Ich dachte, du versteckst dich im Busch. Was ist denn? Was gibt's, Generalin? Ja? Gut. Ganz leise jetzt. Befehle? Bereit. Treib den Hirsch zu mir. Uhr soll sehr zeigen, gut. Wo er... Suchen wir einen Hirsch. Ich hoffe mal, er rennt jetzt nicht nach Norden. Hirschilein. Hirschilein. Da ist er. Gehen wir in Schussreichweite. Komm, komm. Wie geht's weiter? Schießen. Halt still. Toll. Oh, Mist. Gutes Versteck. Aber der Schuss war wirklich mies. Ich glaube, mit dem Gewehr stimmt was nicht. Hör zu. Wenn du abdrückst, darfst du nicht unsicher sein, ob du triffst. Du musst das genau wissen. Sieh dir dein Ziel an, wie es sich bewegt. Erfühle den richtigen Zeitpunkt. Und dann... Peng! Schon gibt's Wildbraten. Ich verstehe. Glaube ich. Und nu? Gut. Du versteckst dich im Busch und ich... Ich weiß. Okay, sie hat jetzt eine Fähigkeit, quasi genauer zielen. Ja. Mal gucken, wo der Hirsch wieder ist. Bin unterwegs. Stimmt jetzt hier vorne, wir müssen ihn jetzt wieder runterschieben. Kinderspiel. Okay, Fähigkeit auswählen, okay. Guter Plan. Müssen wir hinkriegen. Ich weiß gar nicht, ob man das Tutorial überspringen hätte können, aber naja, ich finde es eigentlich ganz nett. Mit dem Kind, so als Kindheitserinnerung. Was ist der scheiß Arsch hin? Kinderspiel. Hä? Ist er nicht hier in die Ecke hinlaufen? Hirschi. Klar doch. Bambi. Hey, du Kackvieh. Wo steckst du? Na schön. Die Spur lässt er hier nach. Hä? Guter Plan. Bin unterwegs. Ja, gibt keinen mehr. Guter Plan. Ja, hat sich getarnt. Oder ist in die S-Bahn eingestiegen und nach Hause gefahren. Kinderspiel. Hallo. Wo ist er denn? Ach. Einmal vorbeigelaufen. Klar doch. Jetzt läuft er bestimmt nach links. Passt auf. Guter Plan. Ja? Genauso wie Yannick es mir gezeigt hat. Ja, mach doch. Ich hab getroffen. Guter Schuss, Schmetterling. Das glaubt mir Papa nie. Er darf nichts davon wissen. Ich hab geschossen. Denk dran. Ah, richtig. Oh, und was für ein Schuss. Dein bester bisher. Scherzkeks. Das ist ja widerlich. Das gehört dazu. Wir töten nicht aus Spaß. Yannick, sag, glaubst du wirklich, es gibt Krieg? Sicher. Und diesmal wird es ein ganz großer. Saxony, Roswiet, die Nordic Kingdoms, vielleicht sogar das Shogunate. Die ganze Welt. Das sind ja komische Namen. Kommen die Soldaten auch hierher? In dieses Kaff? Warum sollten sie? Oh, ein Bärchen. Yannick! Schieß! Schieß! Dam, 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 dam. Dauert zu lange. Ich hab verkackt. Oder auch nicht. Boah, der arme Bär. Den Hirsch habe ich kein Mitleid, aber mit dem Bär schon. Ui. Was? Geilo. Er muss auch nachfahren. Das war ziemlich knapp. Ja. Danke.
Hatte wohl Hunger. Ich finde die Teile hey, cool. Arthur, nimm das Vieh mit. Das gibt einen warmen Mantel für Sibirien. Ihr zieht in den Krieg? Nach Russwirt? Ja, wir verteidigen die Heimat gegen Russwirt. Oh. Beeindruckend, was? Ein Schmiaui. Neuestes Modell. Die werden sich umsehen. Fantastisch. Komm, es kann nicht mehr weit sein. Wollt ihr nach Saleshi? Da wohne ich. Ich bring euch hin. Na dann, spring auf, Soldat. Geh gleich zurück, ja? Und vergiss den Braten nicht. Die Kleine soll jetzt den Hirsch alleine nach Hause tragen, ja? Die Dinger sahen irgendwie schrottreif aus, aber... Geh gleich zurück und vergiss den Braten nicht. Wo ist das Gewehr? Hallo? Oh, Bibi-Bär. Oh, sie hat Mama getötet. Oder die hat Mama getötet. Es tut mir leid. Liegt noch genug Hirsch da? Oh. Armer Babybär. Aber die Entscheidung liegt bei deinem jungen Piotr, nicht bei dir. Wenn er für sein Land kämpfen will. Das gibt ein Blutbad. Du weißt, wozu diese Maschinen fähig sind. Jeder Freiwillige kriegt die beste Ausrüstung und Ausbildung. Und wer weiß, vielleicht steuerst du einmal eins von diesen Dingern. Das wird er nicht. Ich opfere meinen Sohn nicht in einem weiteren sinnlosen Krieg. Sinnlos? Wir verteidigen unsere Heimat, unsere Freiheit. Was soll aus deinem Sohn werden, Piotr? Ein Patriot oder ein Feigling? So wie ich? Wir alle helfen mit, unsere Heimat zu verteidigen. Und du? So schlimm wird der Krieg schon nicht werden. Und Onkel Lech passt auf mich auf. Nein! Zu Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause, Junge. Das hier ist kein Spiel, Janek. Dein Entschluss ist richtig. Du bist ein Mann und ein Polanier. Beides sollte dich mit Stolz erfüllen. Komm, pack deine Sachen. Janek! Du ziehst in den Krieg? Er sagt doch. Nur ein paar Monate. Du lässt mich allein. Nein, niemals. Ich will dich nur beschützen. Der Krieg kommt, ob wir wollen oder nicht. Onkel Lech sagt, am besten ist es, schnell und hart zuzuschlagen. Wir müssen den Russwirts und den Saxoniern zeigen, dass wir uns nichts gefallen lassen, dass wir uns nicht verstecken. Aber Papa sagt, es wird ein Blutbad. Papa ist kein Kämpfer. Er würde sich lieber hier verkriechen und rostiges Ackergerät reparieren. Er versteht das nicht. Dann will ich aber mitkommen. Ich tue das doch für dich, Schmetterling. Geh nicht. Es ist nur für ein paar Monate. Ja. Das Spiel, wenn wir spielen, ist ja 1920. Wie ist jetzt, in welchem Jahr sind wir aktuell dann? Fängt das auch 1914 an oder 1900? Keine Ahnung. Sie sagten, der Krieg wäre ein Abenteuer. Sie versprachen Ruhm und Ehre. Am Ende sollte er 5 Jahre dauern. Jahre voller Qualen und Schrecken, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Zum ersten Mal traten sich die Nationen der Welt mit Waffen gegenüber, die Dutzende, Hunderte Menschen mit einem Schlag töten konnten. Jetzt ist der Krieg vorbei, doch er kostete Millionen Menschenleben. Auch das von Janek, mein Bruder, der an Weihnachten wieder zurück sein wollte, der mich nie verlassen wollte. Wer hätte es denn gedacht, dass er nicht überlebt.
Aber was wollen die eigentlich? Was wir alle wollen. Russ wird aus Polania vertreiben. Ohne unser Militär im Rücken? Tja, Onkel Lech ist anscheinend bislang recht erfolgreich. Der russwirtische Militärattaché soll außer sich sein. Der Widerstand ist zehnfach in der Unterzahl. Die gefährden lediglich die Waffenruhe. Und bei Gott, die brauchen wir. Aber wieso eine Waffenruhe? Was hat Kaiser Friedrich und Zar Nikolaus dazu bewegt? Gerade jetzt? Das ist eine gute Frage. Meister Piotr! Meister Piotr! Im Dorf! Widerstandskämpfer! Sie fragen nach Ihnen! Onkel Lech? Nein, aber es ist wohl dringend. Geh zum Holzfällerlager und sag, dass ich bald da bin. Aber ich will... Geh! Los! Und kein Abstecher zu den Bären! Keine Sorge. Das heißt, wir gehen zum Bär. Ich mach mich auf den Weg! Wir haben jetzt zwei Ziele, sekundär und primär. Wir gehen natürlich zum Bär. Sowjetische Truppen? Was machen die hier? Das Spiel informiert dich mit Benachrichtigung am rechten Bildschirmrand. Ach da. Alles klar. Okay, unser Dorf wird niedergemetzelt. Ich mach mich auf den Weg. Wo ist denn unser Bär? Ich will den Bär sehen. Geh weg mit deinem Bild da. Ich mach mich auf den Weg. Hallo? Oh, cool, sie kann auf ihn reiten. Psst, still. Im Wald sind Russwirts. Was zur Hölle ist das? Habt ihr euch verlaufen? Russwirt ist da lang. Er schießt ihn! Nein! Sekundärziel abgeschlossen. Es geht nicht anders. Raus damit! Bin beschäftigt! Ich nehme sie ins Visier! Ich werde angegriffen! Achso, ich kann damit, Auf die Wolltek! Jeder Schuss zählt! Oh, nicht der arme Bär! Ich hab sie im Visier! Geht's allen? Okay, wir, können wir zurückrufen? Wir haben sie getötet! Ah, er kann auch automatisch angreifen. Okay. Alles in Ordnung, Wojtek? Wir müssen zum Dorf. Wir müssen Papa und die Widerstandskämpfer warnen. Ich kann ihn aber nicht einzeln auswählen. Genau, das ist Attacke, zurückpfeifen und automatisch. Cool, also ich finde den Bär schon mal cool. Deckung kann nie schaden. Wir gehen trotzdem noch mal kurz weiter. Was liegt denn da? Oh, wir haben Erste-Hilfe-Vorräte liegen lassen. Alles klar. Ah, er heilt sich. Das ist schon mal gut. Wir gucken uns trotzdem das Sekundärziel an. Bin gleich da. Und da liegt auch was. Ich mach mich auf den Weg. Wir müssen über die Brücke. Ich hasse sowas. Kommst du nicht hier? Dann mal los! Scheiße. Bin gleich da! Die Russwirts oder wie sie auch mal heißen mögen, die haben bestimmt hier auch. Ja, da brennt's doch schon. Ich mach mich auf den Weg! Die waren aber bestimmt schon an der Brücke. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen! Und wonach genau suchen wir? So einen Schlaukopf. Wissenschaftler oder so. Hier, mitten im Nirgendwo? Passiv. Und... Weiter! Attacke, töten wir alle. Brauch Erfahrungspunkte. Vorsicht! Genau wie Yannick es mir gezeigt hat. Ich hab sie im Visier. Los! Schneller! Da liegt er noch. Es tut mir leid. Mir nicht. Bin gleich da!
Ja, beweg dich. Das kann ich machen. Ja, hoffentlich. Das sieht nützlich aus. So. Wähle eine beschädigte Einheit aus und klicke mit der rechten Maus und... Na gut. Ich dachte, vielleicht kann man so einen Vorrat mitnehmen. Bin unterwegs. Achso, da hinten ist noch was. Scheiße. Alles klar. Ah, wir holen dann die Verstärkung, gell? Ah, schau! Eine Waldfee! Elfe! Feen haben Flügel! Russwirtische Soldaten, ich! Die suchen nach jemandem! Russwirts? Hier? Im Dorf sind Widerstandskämpfer. Wir müssen sie warnen! Bleib hier! Wir machen das schon! Auf keinen Fall! Papa ist im Dorf und ich bin die beste Schützin! Ich komme mit! Genau! Sekundärziel abgeschlossen! Und was mit dem Mac? Ein liegen gebliebener Termit-Met. Mac-Met. Auch so ein bisschen Met könnte ich auch mal wieder essen. Das sieht ja scheiße aus. Wohl so scheiße sieht er gar nicht aus. Er passt zu der Zeit vielleicht, ne? Das ist. Cool. Ja, dann haben wir jetzt eine Gruppe oder was? Was machen wir jetzt? So. Wie geht's weiter? Anna? Verteidigt euch! Oh. Ja, bitte? Alles klar. Ja, ich nehme sie ins Visier. Sie greifen uns an! Ist vor kurzem liegen geblieben. Das Ding geht nirgendwo hin. Jeder Schuss zählt. Das sollte jeden niederstrecken. Was ist? Immer besser. Jetzt habe ich sie doof hingestellt, oder? Im Töten? Entschuldigung. Ja, wir sind bereit. Lieber nicht ungeschützt sein. Was brauchen Sie? Du bist einfach der Beste, Wojtek. Ich hätte die den Heilkrempel nicht schon nehmen sollen. Wie kann ich helfen? Wohin als nächstes? Natürlich könnte auf der Straße noch mehr Feinde sein. Wer ist ein braver Bär? Hier drüben sind Gegner. Was brauchen Sie? Ich bin ein braver Bär. Wer ist ein braver Bär? Ich verstecke mich. Was machen wir jetzt? Wir gehen in Deckung. Da geht jemand Deckung. Ich mache mich auf den Weg. Was brauchen Sie? Hier dürfte mich keiner finden. Alles ist wieder gut. Wohin als nächstes? Ja, in den Wald könnte er nicht. An der Mauer ist auch ein bisschen... Lieber nicht ungeschützt sein. Genau, lieber nicht ungeschützt sein. Feindliche Einheiten gesichtet. Oh. Ich mach mich auf den Weg. Vorsicht! Machen wir es kurz und schmerzlos. Locken wir sie mal an. Jetzt wissen sie, wo ich bin. Bleibt in Deckung! Oder auch nicht. Es geht nicht anders! Der Bär benutzt sie im Nahkampf, das ist verkehrt, aber... Können wir irgendwas tun? Ja. Verdrosse! Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt von der Seite. Feuer. Schlag sie zurück! Erwidert das Feuer! Sieht so aus, als wären wir jetzt sicher. Ich höre. Bin gleich da.
Ja, hier liegen auch schon ein paar. Dann mal los. Dorfbewohner. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Oh nein. Bastarde! Dafür werden sie bezahlen! Wir erledigen das! Was brauchen sie? Du bist einfach der Beste, Wojtek! Wie schleichen wir uns jetzt am besten an? Die werden ja wahrscheinlich da irgendwo rumlungern. Deckung kann nie schaden. Wir gehen in Deckung. Ah! Hilfe! Hier drüben! Deckung! Mann, die kommen ja bestimmt gerade die Straße rum. Ne? Es ist vorbei. Hier ist nichts vorbei. Ich hab sie im Visier. Ist ja ganz schön viel. Bärchen! Ah, der Bär nimmt sie ganz gut auseinander. Jeder Schuss zählt. Keine Chance gehabt. Danke. Du hast uns den Arsch gerettet. Los, verschwinden wir. Was ist passiert? Russwirt-Soldaten. Sie kamen kurz nach den Rebellen. Sie suchen einen Dibowski. Einen Professor. Und mein Vater? Der versteckt sich mit anderen beim Marktplatz. Wir müssen ihnen helfen. Spinnst du? Die haben Mechs und schwere Waffen. Ich komme mit. Mein Bruder und seine Familie sind noch da. Wir kommen alle mit. Genau. Oh Mann. Haben wir jetzt zwei Einheiten? Was machen wir jetzt? Guten Eindruck. Wie geht's weiter? Der Marktplatz. Da müssen wir die Straße kommen. Wir gehen mal weiter. Ich gehe besser in Deckung. Direkt über die Straße wäre natürlich doof. Ich höre. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Anna voraus. Alles ist wieder gut. Können wir irgendwas tun? Zwei, vielleicht auch mehr. Wie geht's weiter? So. Wo hat's denn Einheiten gesehen, verdammt? Ach, da. Dann holen wir uns die nochmal als erstes. Oh. Was machen wir jetzt? Können wir irgendwas tun? Lieber nicht ungeschützt sein. Ja? Anna? Lock sie. Oh. Ich hab sie im Visier! Hä? Dann. Da finden wir schon. Können wir irgendwas tun? Dann mal. Jetzt lockt sie sich schon an. Wir müssen das nicht tun! Lasst uns einfach in Ruhe! Die hören nicht zu! Die schießen nicht! Was ist? Oh oh, zwei wird selbst angegriffen. Oder spürt die Konsequenzen. Gegenwehr wird mit tödlicher Gewalt erwidert. Ich nehme sie ins Visier. Wir stehen unter Beschuss. Naja, die flankieren uns auch gerade, die Schweinebacken. Aber, die Moral unserer Leute ist hervorragend. Sieht so aus, als wären wir jetzt sicher. Wie geht's weiter? So, wie geht's weiter? Mit einem guten Eindruck. Wie gehen Sie zwischen die Gebäude? Weg. Wir sind bereit. Gehen Was wir. Machen wir jetzt? Ja? Deckung Gucken, kann ob nie die schaden. Straße safe ist? Ich weiß nicht, ob wir auf den Friedhof kommen. Auf dem Friedhof vielleicht? Alles klar. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Nein. Sieht nach einem Können sicheren wir Ort aus. Sie sind uns den Professor. Wir wissen, dass sie ihn versteckt. Wir kennen keinen Professor. Aha, doch ich kenne einen, den verrückten Professor. Wir gehen in Deckung. Ha? Lieber nicht ungeschützt sein. Was brauchen Sie? Deckung kann nie schaden. Verteidigt euch! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Erwidert! Anna, schießen.
Richtig durch! Die Waffe von ihr klingt auf jeden Fall mit Wurms. Er ist aufgestiegen. Was ist? Sind sie weg? Nein, bleibt in Deckung! Ah. Womit haben wir das nur verdient? Ist das schon eine... Ach, der Markt ist dahinter. Heinrich, das ist doch kein Markt. Wie geht's weiter? Wir sind bereit. Eilen. Alles klar. Wohin als nächstes? Eilen. Kommen wir da irgendwie durch den Wald? Natürlich nicht. Müssen wir einmal wieder rum. Da gibt's kaum Deckung. Wie kann ich helfen? Dann mal los. Ja, geh weg. Wer ist ein braver Bär? Ich höre. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Da finden wir Schutz. Wo? Infanterie, Trupps und Helden zu Fuß können Gebäude besetzen. Cool. Hier drüben sind Gegner. Wohin als nächstes? Hier rein. Können wir irgendwas tun? Ja. Aber ins Gebäude. Los, rein da. Die Leute kriechen da rein. Ja. Wir sind bereit. Nee, es gibt immer nur einen Trupp. Wie geht's weiter? Die kommen ja gleich wieder. Ja? Ich mach mich auf den Weg. Warum wird die nicht angegriffen? Gut. Vorsicht! Was? Die laufen dran vorbei? Sie greifen uns an! Ja? Irgendwie so prall. Einer unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Was tun? Ja, komm raus. Macht sie nieder! Bin beschäftigt! Holt sie euch! Oh. Da wurde ein glatter Baum mitgefällt. Ich höre. So, dann haben wir ja hier den Markt. Hier rein! Wie geht's weiter? Ich gehe besser in Deckung. Wohin als nächstes? Aha, guck an, da ist nämlich ein Sniper. Ah, ihr Papa. Sind unterwegs. Kann es sein, dass der Bär unsere Leute hält, heilt? Du bist einfach der Beste, Wojtek. Genau, Wojtek. Lieber nicht ungeschützt sein. Ich höre. Deckung kann nie schaden. Primärziel abgeschlossen. Psst, Anna. Total unauffällig. Papa! Was soll das? Du solltest nicht hier sein. Ich... im Wald. Es tut mir leid. Papa, ich hab... ich... Da uns keiner von euch Professor Dibowski ausliefern will, holen wir ihn uns selbst. Oh, hier sind ganz schön viele. Stellt alles auf den Kopf! Findet den Professor! Keinen Ton und bleib, wo du bist. Ich locke sie weg und komme zurück, sobald sie fort sind. Was wollen die? Wieso sind sie hier? Bleib hier. Nein! Papa! Ihr wollt Professor Dibowski? Hier bin ich! Holt mich doch! Oh, oh. Was soll? Das war ja Killmove. Da wird sogar Iron Man neidisch. Los, alle hier sammeln! Verteidigt euch! Neues Primärziel! Ja, an die Mauer. Sprechen Sie! Hilfe ist dir! Ihr seid scheiße! Ups. Geht in Deckung! Wundert euch nicht, mein Zwerg ist hier mit dem Raum. Bleibt in Deckung! Ach, sind schon tot. Ach, wir müssen jetzt hier die Position einnehmen. Es sind noch Russwirts im Dorf.
Okay. Warum lassen die uns nicht in Ruhe? Weil die groß sind. Kommt, helfen wir den Dorfbewohnern. Wie kann ich helfen? Ich gehe besser in Deckung. Ah, die werden schon angegriffen. Weiter! Fallen wir die einfach mal in die Seite rein. Ja, Kleine, alles gut. Das sind so böse Russen. Die schießen mir gerade zu frei. Feuer! Genau, Bär, heil sie! Bitte vergebt mir. Ah, da sind noch ein paar andere. Ein bisschen weiter. Ganz vorsichtig! Ach, einfach. Es geht nicht anders! Einfach schießen! Feuer, Feuer, Feuer! Da brauchen wir nicht mal Deckung oder so. Oh doch, da brauchen wir Deckung. Scheiße. Ich kann fluchen, wie ich will bei den Aufnahmen. Das ist mir Wumpe. Muss Baby Ohren zu halten. Wir haben sie erledigt. Da, bitte. Raus damit. Feuer. Bisher ist der Bär der Beste. Was machen wir jetzt? Wir erledigen das! Erstmal heilen wir uns ein bisschen wieder. Ich höre! Hier ist ja immer noch irgendwo was. Alles ist wieder gut. Hilf den Rebellen. Haben wir doch eigentlich gemacht? Warum ist der Punkt denn nicht abgearbeitet? Dann mal los! Ich hab sie im Visier! Zwei, los, ab da rein. Hilf es dir! Schuss, Deckung! Jeder Schuss zählt! Genau, jeder Schuss zählt. Ah, der hat ein Versteck da unten, ne? Das ruht. Nee. Der Sack ist da getarnt. Los, Bea, töte sie! Danke dafür. Wir haben das jetzt unter Kontrolle. Gut. Aber andere im Dorf brauchen vielleicht noch Hilfe. Ja, machen wir. Warum hat dein Vater behauptet, er sei dieser Professor? Er wollte sie natürlich nur weglocken. Genau. Sie scheinen nicht zu wissen, wie der Professor aussieht. Ja. Klingt logisch. Doch richtig klug, jemanden zu suchen, ohne zu wissen, wie der aussieht. Wohin als nächstes? Lieber nicht ungeschützt sein. Ha? Wir gehen in Deckung. Weiter? Deckung kann nie schaden. Der Widerstand. Helfen wir ihnen. Ja, mich interessiert erstmal, wo der Feind ist. Was brauchen Sie? Ich mach mich auf den Weg. Warum stehen die auch nebeneinander? Können wir irgendwas tun? Lieber nicht ungeschützt sein. Darf ich nicht hinziehen? Oh, da sind ganz schön viele. Schlagt sie zurück! Hilfe ist dir! Attacke, Bär! Ah, schlafen, Kleiner. Elite-Rang. Oh, Granaten gibt's auch. Scheiße. Granaten sind böse. Die liegenden Einheiten kotzen mich an. Kann man Einheiten denn hinlegen, wenn man... Nicht zu fassen, ein Mädchen hat uns gerettet. Seid ihr Rebellen? Was ist hier los? Weiß nicht. Wir haben nur einen Brief unseres Chefs seinem Bruder Piotr überbracht. Dann griffen die Roswiets an. Piotr Koss ist mein Vater. Was wollten die von ihm? Sie sind Onkel Lechs Nichte? Das erklärt manches. Kommen Sie mit? Wir wollen zurück zur Gruppe. Nein, tut mir leid. Ich muss Papa finden. Genau. Schade. Der Widerstand braucht Leute mit Eiern. Viel Glück. Davon hat sie ganz viele. So. Oh. Das ist ja cool. Warte mal, warte mal, warte mal. Mit der Waffen. Infanterieeinheiten lassen ihre Waffen fallen, wenn sie getötet werden. Das ist natürlich cool. Was machen wir jetzt? Waffen aufnehmen.
Bereits ausgerüstet. Wir sind bereit. Gehen wir. Das sind Standardwaffen, okay. Aber... Was machen wir jetzt? Granaten. Schnappt sie euch. Können wir irgendwas tun? Granaten. Lieber nicht ungeschützt sein. Ah, nee, scheiße. Da sind noch mehr Granaten. Rüsten uns jetzt sammelt mit Granaten auch. Aus. Ja. Jetzt einsatzbereit. Okay, haben keine mehr. Schade. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Ja, Wojtek ist der Beste. Ja? Muss Sollen ich noch... wir irgendwas in die Luft jagen? Schlachtruf hebt Unterdrückung auf. Na gut. Aber mehr können wir sind die nicht. Bereit. Obwohl die jetzt schon eine Stufe aufgestiegen sind. Hätte sein können, dass sie noch eine Fähigkeit bekommen haben. Sind jetzt Grenadiere oder was? Bleiben die Granaten oder haben wir die Der nur... Der Krieg ist so viel schlimmer, als ich es je für möglich haben wir nur gehalten einen Wurf hätte. Quasi. Wir werden es erfahren. Alles klar. Sind die genau hier? Alles ist wieder gut. Nee. Noch lange nicht. Bin gleich da. Noch lange nicht ist nichts gut. Sollen wir irgendwas in die Luft jagen? Ja. Was machen wir jetzt? Los, rein da! Guten Eindruck. Granaten bereit. Wie kann ich helfen? Alles klar. Wo ist der Feind? Da finden wir Deckung. Ein verdammter Russwirt, direkt da drüben. Wo? Ist ja ganz weit hinten. Da bin ich ja gar nicht. Ich dachte, wir wären nicht da. Na gut. Dann könnt ihr wieder Bewegt rausgehen. Ein Russwirt, aber nur einer. Oh. Sind wir doch fast richtig. Haltet euch versteckt. Wie geht's weiter? Unten bleiben. Brauchen Sie irgendwas? Ja, gut. Ne? Ja, sieht nach einer guten Deckung aus. Da kommen Sie. Ich sehe einen. Da drüben. Wer zur Hölle ist das? Rufen wir Verstärkung. Danke. Oh nein. Das war knapp. Es ist noch nicht vorbei. Los. Wir brauchen hier Verstärkung. Scheiße. Zurück zwei. Gruppe zwei. Feuer. Das soll sie jeden niederstrecken. Ihre Entscheidung getroffen. Was ist? Gut? Ich wollte Granaten aufheben, verdammt. Das war knapp. Was wollten die Bastarde hier? Die suchten jemanden, aber mein Vater hat sie weggelockt. Ich sah, wie er die Brücke zerstört hat. Es war kaum zu glauben. Dann ist dein Vater für alles verantwortlich? Red doch keinen Unsinn. Wir vergeuden Zeit. Mein Vater ist nach Norden geflohen. Wir müssen ihm helfen. Ist das so? Ja. Willst du wirklich einen von uns den Russwirts überlassen? Komm schon. Er ist keiner von uns. Wir sollten ihm trotzdem helfen. Er hat uns was zu erklären. Dann mal los. So, jetzt haben wir noch eine Gruppe gekriegt. Kann das sein? Was machen wir jetzt? Mich nicht nerven. Mit euren andauernden Fragen. Hä? Du nimmst erstmal die Granate. Granaten! Schnappt sie euch! So. Können wir irgendwas tun? Bereits ausgerüstet. Na gut. Dann gibt's bestimmt vielleicht später sowas wie auch MGs oder andere Waffen für die Granaten Infanterie. Das finde ich cool. Bereit. Was ich finde sowas sie? Cool, wenn auch so ein bisschen, ja, Rollenspielelemente drin sind, also dass sie so Bin quasi aufsteigen. Da. Das finde ich toll. Und dass man den auch vielleicht... Ja, mit anderen Waffen auch spezielle Aufgaben geben kann. Ich wette mit euch, es kommen noch Max auf uns zu. Bin unterwegs. Dafür haben wir jetzt zwei Einheiten mit Granaten. Und die Max fungieren bestimmt, wie ich es machen würde, wie bei Mech Warrior, haben Frontseitenpanzerung und Heckpanzerung. Und wie auch bei Panzern immer, ist die Heckpanzerung natürlich die, die am schwächsten ist. Vermute ich einfach mal. Vielleicht wird uns das Spiel das noch erzählen. Hier liegt ganz schön viel Krempel zum Heilen. Mac! Scheiße. Haltet Abstand! Benutzt warte mal, warte mal, warte mal. Und zielt auf den Rücken! Da ist die Panzerung dünner! Ah, danke, Spiel. Haltet uns auf dem Gelände fern! Wohin als nächstes? Schlag zu sie spät. Wir sind schon auf dem offenen Gelände. Ja, und eine Einheit ist gleich tot. Ja? Wir bewirken überhaupt nichts. Irgendwelche Befehle? AV
Ja, gut. Haben wir Glück gehabt. Okay, die Granaten laden nach. Brauchen Sie irgendwas? Ich hätte es nicht von der Seite angreifen sollen, ich hätte direkt nach von hinten. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Wie kann ich helfen? Verdammt, russwirtische Bastarde! Wir hören, haltet euch von offenem Gelände fern! Was gibt's zu tun? Russwirte, Abstand! Ui! Ich höre! Was haben die Granatwerfer? Ah, jetzt hab ich hier keine Deckung. Helfen. Jeder Schuss zählt! Irgendwelche Wohin Befehle? Als nächstes? Angriff! Ah, Panzerfaust haben die doch sowas oder sowas ähnliches, oder? Ah, wo ist er denn? Wie viele sind es noch? Ich hoffe nicht viele. Für beide Seiten. Mörser? Ich weiß es nicht. Sammel mal ein. Anti-Mech-Kanonen. Sehr schön. Ah. Ja? Ja, Wojtek halt die. Hier ist der Teddybär. Der Teddybär heilt. Die werden jetzt heile gekuschelt. Reiben sich so ein Bär. So. Anti-Mech-Kanonen sind feuerbereit. Schön kuscheliger Bär. Ja, finde ich gut. Jetzt haben wir hier richtig schöne Ausrüstung. Sie? Hier ist einer. Scheint allein zu sein. Oh Gott. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Sollen wir irgendwas in die Luft jagen? Falls irgendwo Mechs sind, können wir sie übernehmen. Wie kann ich helfen? Das ist auch cool. Wenn das geht. Ich gehe besser in Deckung. Hier drüben sind Gegner. Ja. Mach ich sofort. Wir gehen in den Wald. Bleibt in Deckung. Vorsicht. Wir hören. Sollen wir irgendwas in die Luft jagen? Da kommen sie. Da finden wir Deckung. Wir bedachen sie schnell damit. Ey, ja, ihr seid bescheuert. Bleibt immer in Deckung. Hinter der Mauer. Attacke! Deckung kann nie schaden. Auch schon tot alles. Alles tot. Hier. Ja? Ich habe Soldaten, die gekuschelt werden müssen. Ja? Ich mache mich auf den Weg. Hier sind Russwirt-Truppen. Hm, ich weiß. Guck, überlege gerade nur, von wo es am. Ist man nicht durch Wälder gehen? Ach, scheiße, komm schon. Dann mal los! Raus damit! Wir warten jetzt hier! Alles klar. Also der Bär ist die wichtigste Einheit. Die haben hier irgendwas vor. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Sind wir da irgendwie rum? Oh ja. Klar doch. Weil da sind wir Hilfe! Natürlich... Hilfe! Was ist passiert? Zum Dorf. Wir schauen, was wir tun können. Neues Sekundärziel erhalten. Ah, cool. Ein verdammter Russwirt, direkt da drüben. Ja. Granaten bereit. Haltet euch von offenem Gelände fern. Da finden wir Deckung. Sollen wir irgendwas in die Luft jagen? Was brauchen Sie? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ich wollte ja sowieso hier die Straße lang gehen. Oh, gut angegriffen. Ah, siehst du die Deckung. Es tut mir so leid. Jeder Schuss zählt. Ah, läuft doch. Wir sind hier fertig. Okay. Wo ist Marek? Ihr Sohn? Er ist im Dorf. Danke. Vielen Dank. Hier, das hilft vielleicht. Heilung. Euch nicht. Ich würde eine Gatling Gun nehmen. Wie geht's weiter? Deckung kann nie schaden. So, hier haben wir schön Felder. Warte mal, hier war doch irgendwo eine Waffe. Guck ich verkehrt. Oder sind wir an der schon vorbei?
da vorhin ein Geschütz gesehen. Bin ich blind? Auf jeden Fall. Bin unterwegs. Erstmal in die. Ins Gebüsch. Ins Kornfeld. Was brauchen Sie? Alle, bin gleich da. Genau, Anna kundschaftet jetzt mal aus. Und wir suchen jetzt das nächste Ziel. Ah, hier sind ganz schön viele Fahrzeuge. Die sind wohl auf jeden Fall richtig. Ich glaube, die anderen können auch kommen. Granaten bereit! Bleibt wachsam! Schön Tarnmodus. Oh, die hüpfen auch rüber. Cool. Ich höre. Ich mache mich auf den Weg. Wie geht's weiter? Bin unterwegs. Stück laufen. Sollen wir die kaputt schießen? Suche nördlich des Dorfs nach Annas Vater. Er ist aber hier nicht. Ah, wir sind noch zu weit südlich. Ja? Okay. Da geht's. Durch den Wald kommen wir nicht, oder? Dann mal los! Ah! Die haben hier! Da drüben! Ein schweres MG! Das habe ich doch gesucht! Es reißt uns in Stücke, wenn Scheiße. Wir frontal angreifen! Erledigen wir die deutschen Stadt! Machen Sie schnell! Nehmt! Eine unserer Einheiten ist ein Rang aufgestiegen! Oh. Beschäftigt! Damit los, gezieltes Feuer! Ah, Scheiße! Wir hätten einfach schneller sein müssen, glaube ich. Warum hat er jetzt keine... Wo hat er seine Kanone hingetan, Nummer 4? Warum hat er jetzt dumme Granaten? Habe ich mich da verklickt oder so? Die Anti-Mac-Waffe war auch eigentlich Gold wert. Bin unterwegs. Okay, hier ist das Kaff. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Ja, das weiß er doch schon. Dahinter können wir nichts stellen. Das heißt, brauchen Sie irgendwas? Haltet euch von offenem Gelände fern! Ich gehe besser in Deckung! Sollen wir auch was in die Luft jagen? Ah, da ist der Mac. Sie haben sich in den Häusern verschanzt. Da stehen Sie nicht lang durch. Die Macs zerstören die Gebäude. Kommt, wir müssen Ihnen helfen! Genau! Neues Primärziel erhalten. So. Granaten bereit. Ja. Ich bin hier, um euch zu abschauen. Ah, wir können das Waffensystem benutzen. Super. Was gibt's zu tun? Granaten bereit. Na dann bringt es in Stellung. Was damit? Sie bekommen Verstärkung. Ja, wir auch. Gefühlt. Raus damit. Nimm die Mech-Kanone. Kanonen dürften hilfreich sein. Wir werden ausgegriffen. Kampfbereit. Oh, Scheiße. Machen Sie schnell! Irgendwelche Befehle? Wir werden Sie zurückrufen! Was ist das zu tun? Mist. Raus damit! Gleich der Ziele! Granate ist unterwegs! Los, wer da? Ich auch! Schnell! Nein! Machen Sie Gruppe 2 wird umzingelt! Raus damit! Anti-Mech-Kanonen sind feuerreich! Ha, Scheiße! Anti-Mech-Kanonen eingesammelt und wurden vernichtet. Nein! Nicht stehen bleiben! Los, schmeiß eine fucking Granate, Junge! Damit töten wir sie nicht! Raus damit! Irgendwelche Befehle? Ja. Trupp verloren. Nehmt das! Bin beschäftigt! Ich glaube, wir haben verkackt. Wir haben schwere Verluste. Anna hat überlebt. Scheiße. Ah, ich habe zu spät auf die Einheiten reagiert, die dann vom Dorf kamen. Anna, was machst du? Alle verloren. Du hast gesagt, ich soll warten, aber... Papa! Ist ja gut. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Pack doch mal den Maus weg. Es gibt viele Verletzte. Wir helfen ihnen.
Dann gehen wir nach Westen, wo sie uns nicht finden. Was hast du getan, Piotr? Wieso suchen sie nach dir? Er hat ihnen nur gesagt, was sie hören wollten. Er hat unser Dorf gerettet. Dann sag mir. Pass auf, der Papa ist doch der Professor bestimmt, hä? Warum hat er diese Iron Man Powerwaffe? Ah, Professor. Es war nicht leicht, sie zu finden. Sehen Sie? Genau deswegen brauchen wir Zugang zu der Fabrik. Ihr nettes kleines Spielzeug hat gerade modernste russwirtische Technik zerstört. Könnten Sie mir wohl auch so etwas besorgen? Ich habe keine Ahnung, wie man in die Fabrik kommt. Da habe ich aber was anderes gehört. Sie und Ihr Freund Steinmetz sind die Schlüssel dazu. Sehr dramatisch. Das war's hier. Nehmt ihn mit. Jawohl, Kolonel Zubov. Anna muss erstmal schlafen. Sie hat viele von uns gerettet. Ha! Ihr Vater ist doch an allem schuld! Piotr war ein Lügner. Er war nie einer von uns. Marius, Konrad, Antoni, sie sind alle tot. Wir müssen meinen Vater finden. Sind noch nicht genug Menschen gestorben? Einen Dreck werden wir tun. Verschwinde! Sie sind nach Nordosten. Zu den Gleisen. Danke. Der Bär ist am coolsten bisher. Ich bin mal gespannt, was die anderen Fraktionen für Tiere haben. Oder ob halt nur die Polen oder Anna als spielbarer Charakter ein Tier hat. Sie kannten sich. Und dieser mechanische Arm? Warum hat er uns nicht gesagt, dass er so etwas kann? Da! Die Heldin, die uns in Salesche gerettet hat! Ich, die Dorfbewohner sehen das nicht so. Wovon redest du? Ein Landei mit einem Bären hat euch gerettet? Ich suche meinen Vater. Er wurde entführt von einem Kolonel Zubov. Sie ist Onkel Lechs Nichte. Sie hat den Widerstand organisiert und das Schlimmste verhindert. Tut mir leid, Kleine. Aber wenn dein Vater von Kolonel Zubov gefangen wurde, bringen sie ihn zusammen mit unseren Leuten weg. Hier sind wir. Und hier ist der Bahnhof. Schwer bewacht. Die haben gestern viele von uns erwischt. Man hält sie am Bahnhof gefangen. Und auch hier und hier. Wenn man sie erst fortbringt, sehen wir sie nie wieder. Also gut. Wollen wir? Wollen wir was? Meinen Vater und eure Leute befreien, bevor sie weg sind. Du willst dich mit Zubov anlegen? Nein. Aber ich will meinen Vater retten. Den Mut hat sie von ihrem Onkel. Ich will auch nicht nur rumsitzen. Los! Neues Primärziel erhalten. Okay, aber die Mission fangen wir jetzt nicht an. Das Video ist schon lang genug. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch mal gerne ein Like und einen Kommentar. Und ich überlege mir noch, ob ich das als Let's Play mache oder als reines Angezockt-Video. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!